Gears of War 2 ist runter vom Index und kann jetzt sogar im Xbox Store wieder gekauft werden. Warum es überhaupt auf dem Index war, erklärt mir jetzt Michi, denn du hast die Beiträge von der BPJM und während du das machst, spiele ich ein bisschen und suche brutale Szenen in Gears of War 2. Diese ganze Indizierungsgeschichte ging los im Jahr 2008, nämlich durch eine vorläufige Listenaufnahme am 11.11.2008, damals noch durch das Dreiergremium. Das ist der umfangreichere Indizierungsbericht. Das ist auch logisch, also alle Gründe werden in dem ausgeführt und dann gibt es nochmal einen zweiten Indizierungsbericht zur richtigen Listenaufnahme. Der hat es dann aber nicht mehr im Jahr 2008 geschafft, sondern diese Indizierung ist dann tatsächlich erst am 15. Januar 2009 rechtskräftig geworden. In diesem Indizierungsbericht des Dreiergremiums heißt es, ebenso wie sein Vorgänger ist Gears of War 2 ein Third-Person-Shooter, das heißt, der Spieler blickt aus der Perspektive der dritten Person auf die von ihm zu steuernde Spielfigur. Der Titel untergliedert sich in eine Kampagne, die sich an einer Rahmenhandlung orientiert, sowie verschiedene Mehrspieler-Modi, und das sehen wir jetzt hier auch gerade, das ist aus der Kampagne. Du hast jetzt hier diese Lastwagen-Mission mal ausgewählt, ne? Ja, ich glaube, das ist so eine von denen, an die man sich vielleicht noch mit am meisten erinnert. Sie ist recht weit vorne im Spiel und war halt ein bisschen was herausgestochen. Es gibt natürlich noch viel mehr Szenen, an die man sich erinnern kann. Eine davon war auch eine recht blutige, ja. Die in diesem Wurm, wo man sich da mit der Kettensäge raussägt. Ja, ist schon recht rot gewesen, das Spiel, kann man so sagen. Aber ist auch rot auf der Schachtel gestanden. Die Indizierungsgründe sind im weitesten Sinne die gleichen wie beim ersten Teil. Nämlich die drei, sagt man, Säulen. Gewalt- und Tötungshandlungen prägen das mediale Geschehen insgesamt. Gewalt- und Metzelszenen sind selbstzweckhaft und detailliert dargestellt und es ist eine Alternativlosigkeit zum Töten gegeben. Ja, das kann man nicht anders beschreiben, ist halt so. Es ist halt sehr blutig, es gibt diese Hinrichtungsmanöver und natürlich macht man nichts anderes als Leute über den Haufen schießen. Aber ist das nicht ein bisschen die Frage, ob es Leute sind in dem Sinne? Das war doch dann auch einer der Gründe, warum Gears of War 3 nicht mehr indiziert wurde, weil es auf einmal hieß, die Gegner sind gar nicht so leutemäßig. Ja, also der Unterschied ist natürlich, dass hier diese Locust noch rot bluten und natürlich irgendwie humanoid aussehen. Und dann im dritten Teil, ja, die Dings dazu kamen, also die sind ja hier auch schon mit dabei, die Lambent, aber die sind im dritten Teil doch dann, sag mal, präsenter oder so. Und die sehen natürlich durch ihre leuchtenden Tentakeln und so und dieses ganze gelbe Blut sehen sie ein bisschen weniger menschlich aus. Das, naja, ob das jetzt so einen großen Unterschied macht, aber es war auf jeden Fall halt die Streitfrage, weil das halt hier alles sehr menschenähnlich aussah. Man hat auch hier im Indizierungsbericht konkret nochmal diesen Abschnitt, den du gerade angesprochen hast. Um sich gegen die menschenähnliche Alienrasse der Locust zu verteidigen, kann der Spieler zahlreiche verschiedene Waffen wie Pistolen, Gewehre und Granaten nutzen. Die Gewaltdarstellungen in Form von Blut, zerplatzenden Köpfen und zerteilten Körpern werden in sehr hoher grafischer Qualität präsentiert. Dem Spieler bleiben im linearen Spielverlauf keine alternativen Lösungsmöglichkeiten. Der Sinn des Spiels liegt somit fast ausschließlich in den umfassenden, brutalen Gewaltdarstellungen. Dieser Grund, warum es jetzt, das ist hier nochmal ein Absatz dazu, warum es eben zu dieser vorläufigen Listenaufnahme kam damals und man da eben nicht mehr warten wollte bis zum neuen Jahr. Am 10.11.2008 stellte die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien eine Recherche über die Verfügbarkeit von Gears of War 2 an. Der Titel war zum genannten Zeitpunkt in verschiedenen Fachgeschäften im Bundesgebiet vorrätig. Darüber hinaus wurde er von verschiedensten Versandhändlern angeboten, bei denen der Titel zum Zeitpunkt der Recherche jeweils auf den ersten Plätzen der Verkaufscharts platziert war. Gears of War 2 ist nie offiziell in Deutschland erschienen, also das, obwohl es deutsche Texte hat und auch eine deutsche Sprachausgabe, wenn mich nicht alles täuscht, wir sehen es ja hier. Aber es ist eigentlich nie offiziell in Deutschland erschienen, war aber natürlich trotzdem, wie hier auch in diesem Schreiben ist, bei diversen deutschen Händlern verfügbar, Importhändlern natürlich, aber wie in dem Bericht auch steht, mehrere größere Ketten, und da musste natürlich die Bundesprüfstelle wohl irgendwie einschreiten, wenn halt das Spiel trotzdem im Land verfügbar ist und wusste sich nicht anders zu helfen wie mit einer Indizierung. Wir können auch noch mal zu diesen ganzen Indizierungsgründen ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil das wird hier natürlich in diesem insgesamt, wie viele Seiten hat das Ding hier, 16-seitigen Indizierungsbericht ausgeführt. Und der erste Punkt war eben dieses Gewalt- und Tötungshandlungen gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen prägen das mediale Geschehen insgesamt. Da heißt es, die Kampagne von Gears of War 2 basiert zum Großteil auf der Ausübung von Gewalt gegen die außerirdischen menschenähnlichen Locust. In der gesamten Kampagne müssen hunderte Opponenten getötet werden. Zwar kommen in einigen wenigen Abschnitten, wie beispielsweise zu Beginn des zweiten Aktes, sehr wenige Opponenten vor. Damit einhergehend treten auch entsprechend wenige Gefechte und Gewalthandlungen auf. Prozentual gesehen machen diese Sequenzen allerdings nur einen verschwindend geringen Anteil an der Gesamtspielzeit der Kampagne auf.
Ist da nicht schon ein Fehler drin? Wieso? Die Locusts sind doch keine Außerirdischen. Wir sind doch mehr oder weniger die... Ja, das hast du wohl aufgepasst, das stimmt. Also eigentlich sind das die Einheimischen vom Planeten Sarah und die Menschen sind ja eigentlich die da eingefallen sind. Aber vielleicht Außerirdische im Sinne von unserem Planeten aus gesehen, sind die ja woanders. Die sehen anders aus, das sind Außerirdische. Aber ist tatsächlich ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil dieser Umstand wird hier niemals erwähnt, dass man eigentlich ja, dass das Spiel ja durchaus so ein bisschen kritische Töne anschlägt, weil man ja eben dann schon mit diesem Militärapparat der Kork da einfällt und eben gegen die Krieg führt. Das wird gar nicht so richtig irgendwie angeführt, aber muss man auch mal ehrlich sein, das ist auch jetzt kein Apocalypse Now. Also es ist nicht so, dass das jetzt hier das Antikriegsspiel ist. Sicherlich nicht. Es gibt allerdings tatsächlich eine Szene, die mir am intensivsten in Erinnerung geblieben ist. Wir können sie an dieser Stelle nicht spoilern, weil der eine oder andere vielleicht doch nochmal spielen will und es ist vielleicht die intensivste Szene, aber es geht um eine Frau. Ja. Jetzt gibt es hier noch einen Abschnitt darüber, über die gewaltfreien Aktivitäten in Gears of War und wie die zu bewerten sind. Das fand ich auch ganz interessant. Darüber hinaus sind in Gears of War 2 keine gewaltfreien Aktivitäten enthalten, die von Anspruch, Intensität und Umfang die omnipräsente Gewaltdarstellung relativieren könnten. Zweifellos muss der Spieler beispielsweise gutes Timing an den Tag legen, wenn er die Mahlzähne im Inneren des gigantischen Wurms unbeschadet passieren oder die Arterien des Wurmherzens durchtrennen muss, um nicht im austretenden Blut ertrinken zu können. Das war nicht so großartig, dass das ein Beispiel ist für gewaltfreie Aktivitäten im Spiel. Man sägt sich aus dem Wurmherz raus. Es geht nochmal hier um die Locusts. Die außerirdischen Locusts treten in verschiedensten Formen auf, von denen einige wie Corpser oder Reaver in keinster Weise an Menschen erinnern. Nichtsdestotrotz machen die verschiedensten Formen von menschenähnlichen Soldaten den ganz überwiegenden Teil der zu tötenden Gegner aus. Stimmt ja eigentlich auch. Also das ist halt das meiste, ist halt Fußvolk. Und dann gibt es halt immer mal wieder Spezialgegner, die etwas grotesker aussehen. Dann zu Punkt Nummer 2. Gewalthandlungen, insbesondere Mord- und Metzelszenen, werden selbstzweckhaft und detailliert dargestellt. Kann man auch nichts gegen sagen. Die Gegner zerfallen ja regelrecht in ihre Einzelteile, wenn man die zersägt. Das ist schon ganz schön hart. Verletzte Opponenten können durch eine von 11 Varianten exekutiert werden, wobei ihnen etwa der Kopf zertreten oder sie durch mehrere Schläge auf den Kopf getötet werden. Das ist natürlich jetzt hier gemeint, dass man eben mit unterschiedlichen Waffen, je nachdem, welche Waffen man angelegt hat, mit jeder Waffe unterschiedliche Hinrichtungsmanöver machen kann. Also da haben sie nicht gespart, sagen wir mal so. Zudem sind auch in zahlreichen Zwischensequenzen massive Gewaltdarstellungen enthalten, wenn etwa in einer nicht interaktiven Videosequenz einem Kameraden der Kopf durch den Treffer eines Locusts zerfetzt wird. Ich schätze mal, das ist einer von den Carmines, bin mir nicht sicher. Aber fällt nicht Carmine ins Maul von dem Wurm und wird verdaut? Ja, das kann auch sein. Die arme Sau. Was auch nicht unbedingt eine gewaltfreie Art und Weise ist, abzutreten. Und das ist es im weitesten Sinne. Also die ganze Gewaltgeschichte ist natürlich hier, wie sagt man, Front Row Center, also natürlich das Wichtigste. Es wird wieder herangezogen, dass das Spiel technisch natürlich herausragend ist, wenn wir auch, so viel sei als Randkommentar erlaubt, das dritte Gears ist natürlich technisch noch viel herausragender als das hier, aber es war natürlich trotzdem ein Vorzeigespiel. Und trotzdem ist das aber wieder mal kein Grund, das hier als Kunst darzustellen, auch wenn es so toll aussieht. Der Gewaltgrad ist hier einfach zu hoch. Dann ist eben diese vorläufige Listenaufnahme am 11.11.2008 und jetzt einen Monat später, beziehungsweise anderthalb Monate später, am 15.01.2009 hat dann das 12er-Gremium diese Entscheidung nochmal verabschiedet und das auf einer Seite. Also das war überhaupt keine Frage mehr, dass das auf die Indizierungsliste aufgenommen wird. Und da lag das Spiel dann jetzt eine ganze Weile rum. Es gab dann immer mal wieder, es gab ja auch noch DLCs, die man aber dann von Deutschland aus nicht runterladen konnte. Und die Fortsetzung Gears of War 3 ist ja dann bei uns das erste Gears gewesen, das auch so erscheinen konnte. Das war lange Zeit nicht klar, weil das eben mit den Lambent-Gegnern dann war, die dann eben nicht mehr so menschenähnlich wirkten wie da. Es lag also Gears of War 2 eine ganze Weile auf der Indizierungsliste rum. Dann gab es aber völlig überraschend am 30.12.2016 eine USK-Freigabe für Gears of War 2, nämlich das keine Jugendfreigabe, also der rote 18er-Aufkleber. Und alle erst so, hä? Jetzt, wieso jetzt doch? Weil Gears of War 1 war kurz zuvor eben von der Liste gestrichen worden. Und dann arbeiten Behörden natürlich langsam oder die Mühlen des Gesetzes malen hier langsam.
Denn so eine Listenstreichung gilt dann immer erst zum nächsten Bundesanzeiger. Das heißt, der kam dann erst am 31.01.2017, also erst einen Monat, weil es dann einfach über die Feiertage nicht mehr gereicht hat. Und damit ist Gears of War 2 jetzt offiziell von der Liste gestrichen. Das heißt, man kann das jetzt uneingeschränkt hierzulande kaufen und auch im Microsoft Store herunterladen, spielen und sogar die DLCs endlich runterladen, weil das war ja, selbst wenn man das Spiel hatte, war es ein bisschen schwierig, an die DLCs ranzukommen mit Region Lock und so. Und dann musste man sich da irgendwie einen US-Account anlegen. Aber das ist jetzt alles vorbei. Jetzt warten wir nur noch auf eine Remastered-Edition, denn das ist, glaube ich, das Gears, das das am meisten nötig hat. Gears of War 3 sieht dann im Vergleich dazu noch fantastisch aus. Von Gears of War 1 gibt es die Ultimate Edition und das 2er hätte es verdient, nochmal aufgehübscht zu werden und dann auch auf dem PC veröffentlicht zu werden. Stimmt, es war nie auf dem PC. Es war nie auf dem PC, es gibt das Ding nur für die Xbox und die Xbox 360 und die Xbox One, ja, jetzt als Backward-kompatibel. Und wer das Gears of War 4 gekauft hat oder vorbestellt hat, bin ich ganz sicher, der hat auch Keys für das Spiel bekommen. Ja, und die so konnte man nicht einlösen. Ja. Für Gears 1 und Gears 2. Und die müsste man inzwischen einlösen können. Das sollte gehen. Bei wem das immer noch nicht geht, die Keys, stellt euren Shop einfach auf ein anderes Land, auf Amerika um. Also eure Region. Und dann funktionieren diese Keys auf einmal. Komisch. Also, naja. Aber so ist das. Das war es soweit zu frisch gestrichen zu Gears of War 2. Danke euch fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.